Ich zeige Ihnen hier meine CNC-Maschine. Diese CNC-Maschine stammt vom Hause gocnc.de. Kann man als Bausatz kaufen und selber zusammenbauen. Hat sich sehr bewährt. Dies ist ausgezeichnete Qualität. Die Teile, die passen wunderbar zusammen. Selbstverständlich ist die Maschine nicht für den professionellen Einsatz gebaut, sondern für den Heimgebrauch, semi-professionellen Einsatz. Ich kann Ihnen aber die Maschine nur empfehlen. Es ist ein sehr gutes Qualitätsprodukt und ist auch relativ einfach zu bedienen. Während dem Zusammenbau habe ich dann aber festgestellt, dass man einige Sachen noch verbessern könnte oder ich habe es einfach für meine Bedürfnisse angepasst. Man sieht zum Beispiel, ich habe die hier Seitenwände angebracht aus massiven Siebdruckplatten, 18 mm stark. Und an den Seitenwänden habe ich hier auch einen konischen Handgriff angebracht, sodass ich die Maschine ohne Mühe relativ gut transportieren kann. Ich lege diese Maschine, in der Regel habe ich die in einem Kasten und lege eigentlich die nur auf meine Werkbank, wenn ich sie brauche. Und wenn ich sie nicht brauche, dann kann ich die problemlos wegtransportieren. Während dem Betrieb ist mir aufgefallen, dass die Späne, die fliegen da in der Regel auf die Seiten weg. Und auf den beiden Seiten haben wir ja die Y-Achsen mit einem Gewinde, mit einer Gewindestange. Und es kann also sein, dass diese Späne dann da in dieses Loch hinunterfallen und unter Umständen sogar sich dann auf die Gewindestange festsetzen können. Und ich habe mir dann gesagt, okay, das muss verbessert werden. Ich habe dazu solche Staubschutzwände konstruiert, beidseitig, relativ simpel, einfach, aus Holz. Die kann ich einfach dann schnell fixieren, und zwar vorne einhängen und hinten wird es mit einer Schraube fixiert. Und auf der linken Seite ist das gleiche Prinzip. Vorne wird eingehängt und hinten wird mit der Schraube fixiert. Und dann ist dieser Staubschutz für die beiden Y-Achsen hier gewährleistet. Hat sich gut bewährt. Die Späne, die fliegen jetzt an die Wand und können vorne oder nach hinten entweichen, aber sie kommen nicht mehr in die Nähe der Y-Achsen. Dann, was ich auch gemacht habe, aber das ist eigentlich ein Standardelement vom Hersteller, kann da also noch eine Staubabsaugung kann man montieren. Ich habe das so gemacht. Ich hab hier eine Aluminiumröhre noch dazu genommen, damit kein Kontakt entsteht zu der X-Achse. Und dann kann ich das hier direkt dem Staubabsauger anschließen vom Werkbank. Zudem, ich habe mir das so gelöst, den Fräser, den schalte ich nicht über die Software ein, sondern den schalte ich ein direkt über diesen Schalter. Und der hat den Vorteil, wenn ich den Schalter zuschalte und den Strom über den Staubsauger beziehe, dann schaltet sich dann der Staubsauger automatisch dazu. Ich kann es jetzt mal demonstrieren. Wenn ich wieder abstelle, dann hört man noch den Sauger, wie der noch nachzieht. Manchmal pfeift es ein bisschen hier, das ist natürlich auch ein bisschen wie eine Orgel. Durch diese schmalen Röhrchen gibt es halt einen Pfeifton. Aber das ist ja nicht so tragisch, dafür wird der Staub weggesaugt. Und was ich auch noch gemacht habe, entgegen den Empfehlungen des Herstellers, ist, ich habe die elektrischen Leitungen hier, die habe ich alle verlötet. Also ich habe die Verbindungen habe ich verlötet und nicht mechanisch zusammengesteckt. Einfach aus dem Grund heraus, die Maschine vibriert relativ stark und mit der Vibration der Maschine könnte es sein, dass diese mechanischen Kontaktverbindungen sich lösen und dann mit der Zeit ein Wackelkontakt entstehen kann. Mit den Lötverbindungen ist das kann durch die Vibration das nicht passieren.
Das Werk zeigt dann später noch, was ich schon alles gemacht habe mit dieser Maschine, respektive habe noch neue Projekte, die ich dann zeige, wie das funktioniert.